mithilfe der Funktion Platzschnitt können Sie ein größeres Kartierungsprojekt in mehrere Blätter unterteilen und diese dann für die Druckausgabe verwenden. Um ein Plättchen anzulegen, gehen wir links im Projektbaum auf die Karteikarte Projekt, wählen den Knoten Plättchen-Ebene mit der linken Maustaste und der rechten Maustaste neue Plättchen-Ebene. Vergeben den Namen für die Plättchen-Ebene. Sehen rechts den Werkzeugdialog für den Plättchen-Schnitt. Haben links bei den Zeichenbefehlen die Messfunktion für ein einzelnes Blatt. Wir ziehen ein Fenster auf und messen den ersten Bereich für ein einzelnes Blatt. Rechts im Dialog können wir oben wählen zwischen Angaben im Papierbereich bzw. Angaben im Objekt. Wir können dann die Größe einstellen, 750. Wenn wir den Plättchen-Schnitt für die Handkartierung mit den Gerüstbahnen verwenden wollen, können wir hier direkt die Höhe für die Gerüstbahn eingeben. Und als letztes definieren wir den Überlappungsbereich. Das heißt, die rote Linie schreibt den Bereich des Plättchen-Schnittes mit 7,50 m x 2,50 m und die schwarze gestrichelte Linie schreibt den Überlappungsbereich, der bei jedem einzelnen Blatt mit ausgedruckt wird, zusätzlich zum Plättchen-Schnitt. Hier unten bekommen Sie angezeigt die aktuelle Größe bei Druckausgabe 100%. 15 cm. Mit der Funktion Anpassen können Sie die einzelnen Blattgröße auf den gesamten Kartierungsbereich anpassen und können dann anschließend die Zahl der Blätter einschränken. Das heißt, wir benötigen zwei Spalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Im unteren Bereich können wir Layout für den Plättchen-Schnitt, das heißt die Farbe für den Plättchen-Schnitt und Linienfarbe für die Überlappung einstellen, können die Linienstärke einstellen und können aber auch die Anzahl der Linien ganz ausschalten. Mit Hilfe der Positionierung können Sie im Nachhinein den einmal angelegten Plättchen-Schnitt positionieren und können die Funktion zentriert wählen, es wird also mittig zum Papierbereich angelegt. Wir können mit Hilfe des Einfügepunktes bei einem vorhandenen Objektkoordinatensystem auch gezielt Objektkoordinaten eingeben. Wir können aber auch mit Hilfe der Funktion Einfügepunkt messen. Wir aktivieren die Funktion mit der linken Maustaste, sehen die Vorschau des Blattschnittes, können ihn dann für die ganze Fassade anwenden. Wir wechseln zur Karteikarte Beschriftung. Hier sehen Sie die Beschriftung eines einzelnen Blattes. Sie können die Schriftgröße ändern. Sie können die Position der Beschriftung ändern. Sie können die Beschriftung von Spalte und Zeile ändern. Die Zählrichtung, wenn Sie für alle Fassaden des Objektes eine eindeutige Beschriftung der Blätter haben wollen, dann können Sie auch den Spaltenindex zum Beispiel auf 5 setzen oder auf 4 setzen. Und dann beginnt die Spaltenzählung für diese Fassade bei 4.
Wir gehen zum Druckdialog, um den Platz schnell anzuwenden. Projekt. Drucken. Über Papierformat einrichten. Wählen Sie Ihren Drucker aus. Über Eigenschaften können Sie Ihr Papierformat einstellen. Wir sehen hier die eingestellten Maße. 42 x 21 cm Querformat. Und rechts daneben aktivieren wir den Platzschnitt. Sie können verschiedene Platzschnitte anlegen und können diese dann über das Pull-Down-Menü auswählen. Ja. Wählen Sie die einzelnen Blätter, die Sie in einem Auftrag gemeinsam ausdrucken können. Über die Funktion Anpassen wird das einzelne Blatt an das Papierformat angepasst. Wir bekommen hier die Vorschau für den Maßstab, ungefähr 1 zu 18. Wir gehen zurück auf die Funktion Skalieren und wählen dann den Maßstab 1 zu 20, damit am Objekt auf den ausgedruckten Blättern nach wie vor ein Maßabgriff möglich ist. Wir verlassen den Druckdialog. Wir gehen zum Knoten Legende und legen eine neue Legende an. Und aktivieren jetzt hier die Kartierungsklassen, die Sie für den aktuellen Blattschnittausdruck benötigen. Wählen die Legendenvorlage, sagen Legende erstellen, gehen zurück zur Druckausgabe, Projekt, Drucken, aktivieren unser Blattschnitt, wählen die einzelnen Blätter aus, Maßstab 1 zu 20. Wir können dann hier unten Legende aktivieren, Legende Blattschnitt und dann die Position der Legende unten links, unten rechts einstellen. Mit der Funktion Verschiebung horizontal, Verschiebung vertikal haben Sie die Möglichkeit, das Blattschnittfenster auf dem Papierbereich noch zu verschieben. Verschiebung vertikal 3 cm. Es wird nach unten bewegt. Verschiebung vertikal minus 3 cm. Der Papierbereich wird nach oben bewegt. Wenn Sie dann den Druckvorgang mit dem Befehl Drucken starten, werden alle hier selektierten Blätter mit dem angezeigten Layout ausgedruckt. Links im Baum können Sie die im Vorschaufenster angezeigten Kartierungsklassen deaktivieren. Wir schalten alle Klassen aus. Wir aktivieren die Blattschnittebene. Wir aktivieren das Bild als Hintergrund. Und wir aktivieren die Legende. Wir können also auch hier wieder die Blattschnittebene ausschalten, sodass nur der Bildinhalt ausgedruckt wird. Im mittleren Bereich könnten Sie die Deckkraft des Bildes einstellen und können also sagen, ich drucke das Bild nur mit 70% Transparenz, damit das Bild besser im Hintergrund liegt und Sie bei Ihrer Handkartierung vor Ort mit dem Stift Kartierung besser sehen können. Über die Funktion Dateiname und Maßstab und die Position rechts unten haben Sie die Möglichkeit, unten rechts Beschriftung von Blattname und Beschriftung von Druckausgabe Maßstab mit Ausgaben mit einzublenden. Gehen auf Papierformat einrichten, wählen einen PDF-Drucker,
Ihnen die Papiergröße erteilen. Okay. Und drucken das erste Blatt aus. Kommen hier den Dateinamen für das Blatt vorgeschlagen, der sich zusammensetzt aus dem Projektnamen und Zeile 1, Spalte 1. Sagen Speichern. Und sehen dann hier die Vorschau für unsere PDF-Druckausgabe. Unten links die Legende, unten rechts sehen Sie die Einstellung für Druckausgabe und Dateiname. Schriftgröße können Sie hier ändern, indem Sie hier geeignete Schriftgröße einstellen.